Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezept-Video von mir. Heute machen wir gesunde Peanut Butter Chocolate Bars, also sogenannte Erdnussbutterriegel mit Schokoladenüberzug. Eine ganz köstliche, gesunde Süßigkeit, mashallah, und die dazu auch noch kinderleicht herzustellen ist. Wir benötigen nur wenige Zutaten. Zuallererst benötigen wir Bio-Erdnussbutter oder auch Erdnussmus, was ausschließlich aus 100% Bio-Erdnüssen besteht, aus nichts anderem. Das Gute daran ist, dass Erdnussmus oder Erdnussbutter sehr günstig zu haben ist, im Gegensatz zu Mandelmus oder Cashewmus zum Beispiel. Das kann sich also jeder leisten. Die Erdnussbutter werden wir kurz auf dem Herd erwärmen, damit sie zum Schmelzen kommt. Und genau das gleiche machen wir jetzt mit der Bio-Weidebutter. Auch die werden wir zum Schmelzen bringen und dann geben wir beide geschmolzenen Butterarten jetzt hier in eine Schüssel. Wer dieses Rezept allerdings vegan halten möchte, könnte anstelle der Butter einfach Kokosfett nehmen. Das würde aber einen anderen Geschmack ergeben, aber auch einen sicher leckeren. Dann kommt Xylit hinzu und eine Messerspitze Stevia, um die Süße dadurch etwas zu potenzieren. Als nächstes geben wir noch ein Päckchen Vanilleessenz hinzu, ebenso noch eine Prise Himalaya-Salz, frisch gemahlen. Dann verrühren wir erstmal alles gründlich und dann kommt als letztes noch Mandelmehl hinzu. Ich habe jetzt hier blanchiertes Mandelmehl genommen. Davon habe ich dann insgesamt 200 Gramm hinzugegeben. Die genauen Mengenangaben gebe ich euch wie immer in der Infobox bekannt. Und das waren jetzt auch schon alle Zutaten für diesen Grundteig, also für diesen Erdnussbutterriegel. Sobald wir das alles hier gründlich verrührt haben, kommt jetzt diese Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Springform hier in meinem Fall. Besser wäre es, wenn man eine viereckige Backform nehmen würde. Dann kann man die Erdnussbutterriegel später besser so in Rechtecke unterteilen, aber eine Springform geht dann genauso gut. Wichtig aber ist, dass die Backform mit Backpapier ausgelegt ist, dann kann man sie hinterher leichter entnehmen. Und jetzt kommt das Ganze, sobald wir das schön glatt gestrichen haben, in den Kühlschrank. Und in dieser Zeit werden wir jetzt den Schokoladenüberzug herstellen. Dazu geben wir jetzt diese Stevia-Schokodrops in eine kleine Schüssel. Und da mir die Schokodrops zu bitter schmecken, strecke ich sie immer mit Kokosfett und mit Butter noch. Deshalb kommt hier ordentlich viel bio-natives Kokosfett hinzu und ebenso Bio-Weidebutter. Die Schüssel war aber dann zu klein dafür natürlich, deswegen habe ich das Ganze umgefüllt in eine größere Schüssel. Und diese Schüssel kommt jetzt einfach auf den Herd und wird dort ganz langsam auf kleiner Stufe erwärmt. Bis die Schokolade geschmolzen und flüssig ist und eine schöne homogene Masse erreicht ist, wie wir das jetzt hier sehen, dann kommt das Ganze einfach über die erkaltete Erdnussbuttermasse. Die muss dazu auch nicht wirklich komplett erkaltet sein, denn beides kommt ja hinterher nochmal wieder in den Kühlschrank. Wir gießen hierüber jetzt einfach diese Schokoladenmasse. Am besten alles davon. Ich hätte nur einen Teil darüber gegossen, weil ich dachte, das wäre zu viel, aber je dicker der Schokoladenüberzug, umso leckerer sieht das fürs Auge aus und umso besser schmeckt es auch. Ja, und dann wird das einfach alles jetzt über Nacht im Kühlschrank stehen gelassen, bis dann alles komplett erkaltet ist. Das sieht dann von oben so aus, wie wir jetzt hier sehen. Wir können die Springform öffnen und das Backpapier entnehmen. Und von der Seite sehen wir jetzt, wie schön der Schokoladenüberzug aussieht. Mashallah, von oben sieht er eben nicht schokoladig aus, wegen der geschmolzenen Butter und dem Kokosfett. Die sorgen eben für diese graue Farbe von oben. Ja, wenn man das nicht so gerne möchte, dann nimmt man einfach nur die Schokodrops. Für mich allerdings sind die zu bitter und deshalb mag ich es immer lieber, wenn sie eben mit Kokosfett und Butter gemischt sind. Aber von der Seite sehen die wirklich lecker aus, dann sieht man auch deutlich diesen leckeren Schokoladenüberzug. Und wie gesagt, wenn ihr das Rezept dann genau befolgt, dann wird das Schokoladentopping noch etwas dicker sein und noch leckerer schmecken und besser aussehen. Man könnte das Ganze jetzt hier mit groben Himalaya-Salzkörnern dekorieren. Das macht man traditionell mit den herkömmlichen Peanut Butter Chocolate Bars in England. Die mögen diese Kombination von süß und salzig sehr gern. Ich mag das auch sehr gerne so. Das kann man dann machen, wie man möchte. Wer den salzigen Geschmack nicht so gerne dabei hat, der kann auch ganz einfach gehackte Erdnüsse darüber streuen und damit dekorieren. Ja, und wie wir sehen, sieht das bei mir jetzt aus wie so ein No-Bake Cake. Also wie ein Kuchen wegen dieser runden Springform. Aber man kann die natürlich jetzt nochmal in längliche Peanut Butter Bars, also in Erdnussbutterriegel, schneiden. In jedem Fall schmecken diese gesunden, köstlichen Erdnussbutterriegel
Sowas von herrlich, Mashallah. Dabei sind sie auch sehr sättigend, wie das in der ketogenen Ernährung immer der Fall ist, wodurch dann diese Cravings, also diese Heißhungerattacken, vermieden werden. Das Schöne ist, wie immer bei diesen gesunden ketogenen Süßigkeiten, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sie dann verzehrt, weil die wenigen Kohlenhydrate, die darin enthalten sind, kaum nennenswert sind. Stattdessen sind lauter gesunde Zutaten enthalten. Und zwar genau genommen sogar drei Superfoods. Erdnüsse sind ein Superfood für die Gefäße, denn sie regulieren den Blutdruck, erhalten die Fließfähigkeit des Blutes, verbessern die Triglyceridwerte im Blut und senken den Cholesterinspiegel. Das gleiche tun auch die basischen Mandeln, die darüber hinaus auch die Symptome des metabolischen Syndroms mindern, die Knochen stärken, vor Diabetes schützen, präbiotisch auf den Darm wirken und reich an Nähr- und Vitalstoffen sind. Die mittelkettigen Fettsäuren des Kokosfetts sind sehr leicht verdaulich, denn sie können ohne die Mitarbeit der Gallensäuren verdaut werden und da sie wasserlöslich sind, gelangen sie auch ohne Umschweife über die Blutbahn in die Leber. Mein Video zu den gesättigten Fettsäuren, die entgegen ihrem schlechten Ruf sogar sehr gesund sind, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Damit ist das Video beendet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen dieser gesunden Süßigkeiten. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr mein Video mit euren Freunden teilt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.